Willkommen zurück bei Satisfactory. So. Wenn jetzt eine Hand. Interessant. Was ich jetzt gerne machen würde. Wir haben ja die Geysire entdeckt. Ich würde jetzt gerne, ich glaube, 3 Stück könnten da hingehen. Würde ich gerne vorproduzieren und dann eben dahin gehen. So, wir haben die Supercomputer. (lacht) 24 Stück. Okay. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Was brauche ich denn für... Dafür brauche ich Turbodraht und Kunststoff. Das ist ja alles easy. So, dann gehen wir gleich mal zur Kunststofffabrik hin. Gummi brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und das nicht zu knapp. Verfolgt man die versteckt? Nee, Moment. Schmeiß die einfach da oben rein, so. Was? Ah, ich dachte, ich könnte mir den Boost da irgendwie zunutze machen. So, Gummi habe ich da soweit. Dann brauche ich noch Kunststoff. Die KI-Begrenzer tue ich ja auch schon maschinell herstellen. Computer darf ich nicht vergessen. Nee. Habe ich jetzt so wenig KI-Begrenzer? Was brauche ich für KI-Begrenzer? Platinen und Turbodraht. Ansonsten baue ich es halt selber. Dann bereiten wir das jetzt so ein bisschen vor, dass wir... Ja doch, das sollte schon in der Folge klappen, dass wir alles fertig haben. Also alle Materialien haben dafür. Achso, ja, ich habe ja keinen Platz mehr. Ha, das ist natürlich schlau. So.
Ja, es hat 6 so Ticks, sag ich jetzt einmal, bis es hier gebaut ist. Oh, Kabel. Jetzt habe ich zu wenig Katerium. Also Turbodraht und zu wenig Kabel. Was? Aber das kriegen wir einfach ran. Wir produzieren doch alles. Oh ja, ich habe noch einige Energiefragmente dabei. Eigentlich, dass ich schon alle verwurstet hätte, aber okay. Ja, weiter geht's. Ich brauche definitiv Kabel. Aber das hier ist doch schon voll aufgedreht. Genau. Naja, ist jetzt nicht so wild. Kabel haben wir zum nur einen Tick, bis die fertig gebaut sind. Das Problem ist, der Highspeed-Anschluss braucht halt so viel Kabel. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen Kabel eingelagert haben. Oh, nicht schlecht. Okay, Begrenzer. Mist. Blum. Schau, ich habe jetzt zu wenig Katerium. Warum sage ich im Katerium? Zu wenig Turbodraht. Naja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe in diesem Let's Play. Naja, dann holen wir uns jetzt noch ein bisschen hier Turbodraht, nicht Katerium-Erz, Turbodraht. Jetzt gehen halt die Kabel zur Neige. Naja. Was brauche ich noch? 3, 5, 5, 15. Okay. Naja, das ging jetzt relativ easy.
So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Kabel. Dann bauen wir die Supercomputer. Ach, wegen dem Kunststoff. Ich denke mir schon, wie kann denn das sein? Warum zeigt er denn das Kunststoff nicht an? Das war jetzt schon komisch. Gott, ich muss auch noch nachschauen, was für Alternativrezepte ich jetzt freigeschalten habe. Oh, da bin ich auch schon wieder viel zu lange drüber. Also, drüber dann nachzuschauen. Dusch. So, was haben wir hier denn Schönes? Was? 5 Inventarslots? Natürlich nehmen wir das. Wow. Was? Muss ich das jetzt noch irgendwie freischalten oder? Nee. Speed-Anschluss. Inventarplatzvergrößerung. Das ist ja das kleinste Problem. Das, So. So, dann bauen wir mal Supercomputer, würde ich sagen. So, dann haben wir das schon mal. Schwere modulare Rahmen. So, dann haben wir eigentlich alles. Dann würde ich sagen... Moment. Okay. Das andere brauche ich Kabel. Ich habe gerade so genug Kabel, um das da aufzubauen. Wo gehen denn dann die Kabel nochmal hin? Ich glaube, in die Computerfabrik. Okay. Das müsste, glaube ich, diese Richtung hier sein.
Oh. So. Jetzt möchte ich Geysir. Ja, gerade ist zu lang. Moment. Ah, da oben ist meine Sprungschanze. Diese Geothermie-Generatoren sind halt dann dementsprechend so als Backup gedacht. Falls es mal zu irgendwelchen Stromknappheiten kommen sollte. Ich kann es mir zwar fast nicht vorstellen, mit dem Atomstrom. Aber wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. In die Richtung muss man weiter. Okay. Oh, oh, das ist wieder ein bisschen giftig. Das ist der Draht zu lang. So. Oh oh. Ach, na klar. Kommen die denn jetzt her? So was Blödes auch. Da legt man quer durch die Natur eine Stromleitung und die beschweren sich da einfach. Das finde ich nicht okay. So, welche Richtung war das jetzt? Ich glaube, war der hier, oder? Ah, fast. So in die Richtung. Halt die ganzen Viecher mehr hinterher fliegen. Das ist so ein bisschen nervig. Ist der Draht zu lang? Halt. Oh shit! Wow!
Schnell wieder zurück. Okay. So. Jetzt musst du doch hier langsam mal diese Geysire kommen. Genau, hier war das. Eine fehlt doch noch, oder? Ist jetzt geplatzt. Sehr schön. So, Geothermie. Gehen nicht. Ja, schade, ich dachte eigentlich, dass da ein bisschen mehr geht. Okay. Ja, das ist interessant. Also beide zusammen produzieren 200 kW. Ich dachte, eins macht 200 kW. Wenn ich jetzt eins abbaue. Ach hier, das war gar nicht angeschlossen. Ja, schade, wir können die gar nicht upgraden. Naja. Jetzt wollte ich da eigentlich noch ein paar Schnecken reinhauen. Und dann sowas. Naja, irgendwas ist ja immer. Wenn ich jetzt noch sehen könnte. Schade. Dann machen wir das so. Da nochmal einen Mast hin. Das sind jetzt genau vier, das war ja klar. Genau falsch rum. Na klar. Ja.
So, dann machen wir mal. Was? Das war sehr interessant. Oh, da drüben ist meine Abschussrampe vom letzten Mal. Ja, jetzt habe ich hier halt mal so 400 Megawatt. Okay. Schon sind die mit ins Netz eingespeist. Okay, ja, das, was ich jetzt schon produziere, verbrauche ich schon nicht, aber... Nun ja. Ja, die Quarz-Oszillatoren laufen. Da gibt's ja nichts. Und kommen die jetzt wirklich so hier an? Nicht schlecht. Würde ich sagen, nicht schlecht optimiert. Na toll, warum stehen die Dinger immer noch hier rum? Brauche ich doch jetzt gar nicht mehr. Na egal. So, dann laufen wir jetzt schnell nochmal zu unserem Fahrzeug. Es ist ja nicht schlecht, wenn man so einen vorgeschobenen Stützpunkt machen will. Und dann durch diese Geothermie-Dinger in der Nähe eben nochmal 200 bis 400 Megawatt rauskriegt. Aber dadurch, dass ich ja jetzt eigentlich schon alles soweit verbunden habe, brauchen wir es eigentlich nicht, aber... Moment. Was sagen? Muss doch irgendwas sein. Okay, da haben wir jetzt auch unser Fahrzeug wieder. Machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.